Hallo zusammen. Dieser Rox kostet neu 13.000 Schweizer Franken. Aber wir gehen jetzt in die Wärme. Ja, nicht, dass ich mein Rox verkaufen will. Ich bin zufrieden mit dem Fahrzeug. Fährt, tut, läuft. Okay. Aber für ein Auto, was eigentlich... Also ich habe 7.999 bezahlt. Und jetzt habe ich bei Autoscout 24 den Opel in der Schweiz entdeckt. Ihr wisst, ich fahre in Deutschland, ist das Fahrzeug eingelöst, ich fahre damit aber in der Schweiz rum. Das geht, weil ich es doppelt verzollt habe. Und in der Schweiz kriegt man jetzt das Auto für 13.000 Schweizer Franken. Ich bin hier bei Autoscout 24 und hier habe ich ein Opel Rox e-Techno. Das ist die ein bisschen bessere Ausstattung und ihr seht hier unten den Preis 12.990 Schweizer Franken. Dieser Preis ist aber mit 7,7% Mehrwertsteuer. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Für 8.000 Euro so ein Fahrzeug ist das eine. Wenn man noch die 19% Mehrwertsteuer abziehen kann, ist ein anderes Thema. Aber hier für diese 12.000, 13.000 Schweizer Franken. Wenn man sich jetzt ja vorstellt, dass das Auto gebaut ist für Schüler mit 16 Jahren rumzufahren, sind dann 13.000 Franken schon für gut betuchte Eltern. Wenn ich damit rumfahre, ist der Preis ein anderes. Ich kann damit rumfahren, ich kann mir kaufen, was ich will. Spaß macht es trotzdem, weil den Wagen kann ich ja richtig ausfahren. Vor allem in der Stadt drin. Immer Vollgas. Was ich ja, wenn ich irgendwie ein SUV kaufe, der auch nur zwei Sitzplätze hat, dann kann ich ja den nie ausfahren. Ja, das soll es gewesen sein. Hier verlinke ich euch das Fazit von meinem 1000 Kilometer. Ich habe jetzt 1500 Kilometer drauf. Ich brauche es einfach so zum Rumfahren. Punkt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.